Willkommen zurück zu Dragon Quest 11. Wir wollen hier zum Wettbewerb in Gondolia, während die anderen sich um die Stimme des kleinen Luciano, heißt er glaube ich, kümmern. Und wir anschauen, um was es hier bei dem Wettbewerb überhaupt geht. Wir wissen das ja nicht mal. Wir wollen ihn uns aber anschauen. Ja. So halb, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Wenn wir sehen, wer da vorne steht. Jetzt nimmt das Ganze so ein bisschen Fahrt auf anscheinend, weil das ist der gute... Hendrik war der rosa Haarfarbene. Hendrik und wie hieß der andere? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Fuck. Ja, der auch beim König war, glaube ich, oder ist das ein anderer Ritter? Ich glaube, der war auch beim König, ganz am Anfang. Santo cielo! What an handsome pair! I think I have never seen such luscious hairs. Molto splendente. Surely you are entering la competizione, sì? It's such a waste if you not take part. Listen, Gramps, I know we're easy on the eye, but we don't have time to be. Hey, does that guy look familiar to you? I had thought to search the town for you while the citizenry were occupied with this idiotic spectacle. But no. Instead, you choose to saunter up and greet me in broad daylight. Brazen fools! Damn it, it is. It's him. People of Gondolia, listen, and listen well. I, Jasper. Knight of Heliodor and trusted retainer of His Majesty, King Carnelian. Come before you to tell you that the very Darkspawn himself is among us. The bedeviled child who brought about the destruction of Dundrasil. This is not good. Let's get out of here. Come quietly, accursed one, and I may not be inclined to make you suffer. Oh man, we've done it now. Ei. Wir sind nur zu zweit. Unpraktisch. Ah, Euklas hieß er. Kein Wunder, dass ich mir den Namen nicht gemerkt hatte. Ja. Gut, er hat es auch hierher geschafft, in die City, um uns gefangen zu nehmen. Oder zu erledigen. Ich weiß nicht mal, was sein Plan ist. Was machen wir denn? Peng oder Knister? Ich würde erstmal versuchen, die drei Wachen auszuschalten irgendwie. Zeitgleich, sofern es möglich ist. Gut, die machen Damage. Also was frage ich mich halt schon wieder, soll ich den Kampf jetzt verlieren? Oder nicht. So viel halte ich doch gar nicht. What the fuck. Der Eric macht jetzt auch nicht unbedingt den krassen Schaden. Er ist auch gleich down. Und einer wäre erledigt. Thank you.
Ich habe ihn doch auf Wunden heilen gestellt. Ist das jetzt dein Ernst, Spiel? Guck mal, er hat Wunden heilen und er... Ja. Befehle befolgen. Super. Toll. Musste er natürlich nicht heilen. Ja. Fuck you. Ah, natürlich. Ach, halt doch dein Maul, Alter. Oh. Das ist wieder so ein Fight, wo ich mir denke, der ist halt fucking unnötig. Holy shit. Ja, nichts zum Wiederbeleben, oder? Ja, kann ich eigentlich neu starten, so. Kann ich eigentlich komplett neu starten, das Ganze. Das Spiel ausmachen. All das bringt ja nichts mehr. Gut, mal gucken, ob das so beabsichtigt ist oder ob wir einfach nur gesackt haben. Gut, beabsichtigt, at least, ey. They just keep coming. Verdammt, das werden immer mehr. Okay, anscheinend werden Truppen nachgezogen. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Heilung verschwendet, aber die zwei Heilkräuter oder was das waren. Ah, ich hasse sowas. Also wenn das Spiel doch schon will, dass man verliert. Oder verlieren, sterben in dem Fall eine Option ist, dann sollen die Gegner mich doch one-hitten. Und nicht es so qualvoll zu Ende bringen und man versucht noch, ja, ich könnte noch gewinnen, indem ich 4 Millionen Heilkräuter verbrauche. Ach, Mann, ey. Gut, wir machen weiter. Your pathetic resistance will get you nowhere. Yield and spare us the... Yield? I don't think so, honey. You leave my friends alone, or I'm going to have to teach you a lesson. Yeah, honey. Who are these imbeciles? And how did they get past the guards? Imbeciles, you say? We'll soon see who's the stupid one. So you have friends, Darkspawn. Not for long. Fan out, men. Psst. This way, quickly. I bought you some time. Use it. Get out of here now. Looks like we're safe for now. We were lucky to get out of there, you know? But we didn't all make it out. Poor Eric, he... Oh, I can't imagine what they'll do to him. Oh, don't worry, sweetie. Eric's tougher than he looks. I think.
That Jasper was talking some nonsense, though, huh? I mean, why call the one who's trying to beat the Dark One the Darkspawn? Honey, that's just confusing. He isn't really the Darkspawn. That's just what the King of Heliodor thinks. It's all some terrible misunderstanding. I'm ever so sorry, Silvando. We should have explained all this to you earlier, but, well, so much has been going on. Oh, please, there's no need to apologize, darling. Darkspawn, indeed. As if a lovely little thing like you would go around with someone like that. Oh, Silvando. Now, are we gonna stand around here all night, or are we gonna take action, huh? Let's sneak up to that bridge in the middle of town and see if we can spot where they're keeping Eric. Be quiet as mice now, and use the buildings for cover. The streets are crawling with soldiers. In fact, let's see if we can get up onto the rooftops through the inn. That might be the best route to the bridge. Gut. Und natürlich wurde der coolste Charakter gefangen genommen. Muss ich mich gerade nochmal überlegen, was sie jetzt wollen. Ah, okay, wir müssen rüber. Also sprich auf die andere Seite nach rechts und dann übers Dach. Also letztendlich da, wo wir schon mal waren, ganz am Anfang. Das bedeutet, ich muss hier irgendwie hoch. Okay. Weiß gar nicht, ob die Armbrust mir jetzt unbedingt helfen sollte. Helfen wird. Weil hier vorne können wir nämlich nicht über die Brücke. Es sei denn, ich gehe hier geradeaus und dann nach unten unter die Brücke. I don't know, weil da komme ich wohl nicht vorbei. Sehr nice. Komme ich runter? Gut, smart war das jetzt nicht. Unbedingt. Aber dann kämpfen wir eben. Au. Das war schön gekrittet. Ah, ich hätte den anderen angreifen sollen. Naja, passiert. Oh, wow. Der krittet uns einfach aus dem Leben. Tat weh. So, jetzt natürlich die Frage, wie das war dumm. Das genauso, aber wir kommen hier wenigstens entlang. Einmal. Gehen dann hier hin, hier lang, da rein. Ah, ist nicht mehr hinter uns. Das lief doch einfacher als gedacht. Das sind hier Wachen. Offensichtlich nicht. Ja.
Okay, ich vermute mal, ich muss jetzt... Also Euklas steht zumindest da vorne. Ich vermute aber, ich muss jetzt hier runter. Oder? Runter und dann hier über die Mitte? Gegen die Falken, gegen die 5? Ist das der Plan? Begib dich zur Brücke im Zentrum von... Ne, versuch rauszufinden, wo es Eric... ob es Eric gut geht. Also wir müssen auf jeden Fall in die Mitte, sprich da lang. Okay. Dann... Schade. Ja, das war genauso dumm. Oh, no way. Na gut. Ach, Mann. Ah. Der ist gleich erledigt. Jetzt muss ich trotzdem noch einen Weg finden, zur Brücke zu kommen. Level up, nice. Es hätte mir klar sein müssen, dass ich hier nicht zu Rande komme. Ah. Wie soll ich denn bitte zur Mitte kommen? What? Och, Digga. Na gut. Warum triggert mich das Spiel jetzt auf einmal? Wie soll ich zu dieser Brücke? Hm? Hä? Wie soll das funktionieren? Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht so ganz stimmt. Weil hier komme ich nicht entlang. Irgendwer hat mich gesehen. Ah. Die hier unten. Aber warum sollten die mich interessieren? Komme ich doch gar nicht hin. Hier kann ich ja nicht runterspringen. Das hatte ich ja... Ah, danke. Okay. I know you are scurrying around in the shadows like the rodent you are, Darkspawn. Show yourself! Or you can stay hidden and see what happens to your friend. Something tells me he's not the patient type.
We'd better get to Eric before things turn nasty. Ah, there's a gondola stop off to the northwest near the contest stage. We could sneak up close to them from there. Let's hop on a gondola and glide on over. Mustn't keep dear Eric waiting. Okay. Machen wir das mal. Das heißt hier runter und hier rüber. Theoretisch. Natürlich funktioniert das nicht so. Das heißt, ich muss da vorne jetzt gegen die kämpfen. Nee, muss ich nicht. Die kann ich auch ignorieren. Jawohl. Das hat dann doch ganz gut funktioniert. Ab in die Gondel. Gut, man kann die Kamera nicht drehen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da ich nicht weiß, wo ich hin muss. Anscheinend war das echt der einzige Weg, weil hier steht eine Gondel. Das heißt, da komme ich nicht dran. Okay, gut. Dann müssen wir hier hoch. Er angelt hier einfach. Okay. Dem ist alles egal. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Still, you fail to find him. Imbeciles! Search again. And do not return empty-handed. It's now or never, my loves. Time to enter from stage right and save the day. So finally you scurry into the light. You rats think to gain the advantage by ambushing me while I am unguarded. I welcome the chance to tear you apart with my own hands, duck. Hey, okay. Oh wow, er hat zwei Schwerter. Ja gut. This should help. Natürlich. Ja. Dann würde ich mal behaupten, kämpfen wir mal gegen den Guten. Wenigstens können die buffen. Das ist ja geil. Angriffe zu parieren. Ah, okay. Ja, töte sie doch einfach, bitte. Ah. Ja, schön pariert. Nicht so krass. Er kann halt immer noch gut parieren. Gut. Aber Angriffe gehen trotzdem ab und zu mal durch. Sehr schön. Und Magie vor allem. Sehr schön. Er hat bei allen verfehlt. Weiß nicht, ob ich Veronica heilen soll oder eher nicht. Überhaupt nein. Och Mann.
Natürlich war niemand vorher dran, der hätte heilen können, außer mir. Ach. Oh, neue Chance. Verfehlt. Gut, dann werden wir das mal so beibehalten. Danke. Konnte sie wieder beleben. Was machen wir jetzt? Wir müssen eigentlich jetzt mitheilen. Okay, sieht jetzt wieder einigermaßen stabil aus, das Ganze hier. Na, die Hälfte des Lebens hat er auch schon verloren. Ah, verdammt. Perhaps this will help. Oh, er hat keine MP mehr. Warum ist jetzt Hammer dran? Kann ich Gegenstände benutzen? Ja, kann ich. Ich weiß nicht, ob das smarteste war. We'll soon have that patched up. Sehr schön. Ein etwas anspruchsvollerer Fall, aber er ist machbar. So, da er jetzt eh nur pariert. Oh, das ist natürlich unpraktisch. Obwohl, was haben wir denn? Das glaube ich, können wir mal machen. Nicht so gut. Ja, da ist sein Parieren immer noch ganz gut. Er ist fast down. Was machen wir denn? Ich hätte Magie benutzen können. Als nee, ich bin immer noch stumm. Gut, dann hat es erledigt. Dass ich nicht pariere. Ah, sie ist stumm. Oh, wow. Okay, er kann nicht mehr parieren. Aktuell zumindest, weil er die Fähigkeit nicht mehr drauf hat. Das heißt, wir können angreifen. Gut, jetzt pariert er wieder.
Das ist dein Ernst. Ich hätte gern, dass Veronica wieder blieb wird. Ja, ob das Wort funktioniert. Wir testen es mal. Schade, verfehlt. Nice, hat funktioniert. Sie ist down, again. Ah, okay, so funktioniert das also. Er pariert auch Magie. Okay. Kann er nicht sterben? Wenn ich wenigstens sehen würde, wann wer dran ist, dann hätte ich ihn wahrscheinlich auch erledigen können. Danke. Okay, war machbar. Nur ein bisschen anstrengend. Aber es ging. Es hat wieder ein krasser Unterschied zu normalen Gegnern, die auf der Map rumrennen, zu hier den Wachen, die hier rumlaufen, und dann zu einem Bossfight. Also es ist ein bisschen. So, der Anstieg war jetzt ein bisschen krass. Passiert aber, müssen wir leben. The Great Sylvando grows even greater.